Das Aufregerthema zu Wochenbeginn ist das, was viele als Krypto-Flash-Crash bezeichnen, nämlich ein sehr scharfer Rückgang so ziemlich aller Kryptowährungen im Preis am Wochenende. Bitcoin und Konsorten kamen alle unter Druck. Und die Frage ist, was war der Auslöser auf der einen Seite? Und die zweite Frage, die sich stellt, ist das nicht ein bisschen symptomatisch für die Märkte? Denn da waren offenkundig einige ein bisschen zu stark gehebelt. Wir hatten diese etwas zu starke Hebelung schon gesehen bei Archegos, diesem Hedgefonds, der sich als Family Office bezeichnet hat. Und wir sehen jetzt einige andere Dinge, die hochinteressant sind. Nicht nur Margin Debt auf Allzeithoch, also die Hebelung der Investoren, von denen wir wissen, andere dürften extrem gehebelt sein und wir wissen nichts davon. Aber vor allem auch das massive Angebot, das jetzt an den Markt kommt. Equity Issuance, also das, was an die Märkte gebracht wird, das steigt in den Himmel. Und damit ist gewissermaßen ein Auffangbecken für die Liquidität der Notenbanken gegeben. Und all diese Zusammenhänge, die wollen wir uns in diesem Video mal kurz anschauen. Hier wahrscheinlich ein Tweet wie dieser. US Treasury to charge several financial institutions for money laundering using cryptocurrencies. Also diese alte Story. Kryptowährungen als Einfallstor für Geldwäsche, für Betrug etc. etc. Daher Strafen für Banken durch das US-Finanzministerium. Eine Motivation, ein Grund, der hier genannt wurde. Es ist ein Gerücht, da ist nichts bestätigt. Also die Frage ist, ist das vielleicht sogar auch gestreut von jemand? Keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir ein ähnliches Motiv wie damals bei der Einführung der Bitcoin-Futures, auf die man hingefiebert hat. Bitcoin damals im Vorfeld gestiegen, kaum waren die Futures. Da ist der Bitcoin gefallen und so ist es vielleicht auch mit der Coinbase, dem Börsengang in der letzten Woche. Kryptowährungen im Vorfeld, fast alle massiv nach oben geschossen, dann haben sich viele wahrscheinlich ein bisschen zu stark vollgesogen und wurden dann auf dem falschen Fuß erwischt. Das dürfte eine sehr nachvollziehbare Erklärung sein. Dann gibt es noch eine andere Erklärung, die interessant ist. Ja, es gab einen Stromausfall in Xinjiang, dort wo die Uiguren ja ihre Heimat haben, hier im Nordwesten Chinas, dieser doch strukturschwachen Region, die aber gleichzeitig für China sehr wichtig ist, weil es praktisch eine zentrale Rolle in der Seidenstraße spielt für die Machthaber in Peking. Da hätte es einen massiven Stromausfall gegeben mit den Konsequenzen, die sozusagen das Bitcoin-Netzwerk betrafen. Xinjiang wohl sehr, sehr wichtig in diesem Kontext, vor allem für Mining etc. Nun ja, dieser Stromausfall war offenkundig schon etwas länger her, aber all das könnte in irgendeiner Form irgendwie reingespielt haben, ohne dass man wirklich diese Dinge wird klar letztendlich wohl auflösen können. Insgesamt in wenigen Minuten 300 Milliarden Dollar mal eben an Marktkapitalisierung verschwunden. Und der Mike Novogratz, jener, der Kryptowährungen durchaus unterstützt, sagt, ja, also die Märkte, die waren zu excited, die waren zu aufgeregt, zu euphorisch angesichts dieses Börsengangs von Coinbase. Und wir müssen uns auch mal die Führungsetage von Coinbase anschauen. Die haben massiv eigene Aktien verkauft nach dem Börsengang. Also die halten den Preis durchaus für sportlich, aber sei es drum. Jedenfalls haben wir da jetzt eine massive Bewegung gesehen und wir sehen, wenn wir uns mal genau anschauen, was ist denn da mit Coinbase eigentlich der Fall? Ist den Leuten klar, wenn sie zum Beispiel Bitcoin über die Börse Coinbase handeln, dass sie eigentlich nicht wirklich Bitcoin haben oder irgendwie handeln, sondern sie haben letztendlich Schuldverschreibungen, sogenannte IOUs, IOU, ich schulde dir, von Coinbase. Das bedeutet, wenn Coinbase pleite geht, dann haben die ein Problem oder pleite ginge. Das ist in etwa so wie mit Zertifikaten, das sind Inhaber Schuldverschreibungen. Wer zum Beispiel short war auf den Gesamtmarkt kurz vor der Finanzkrise, aber das mit einem Lehman-Zertifikat, also von Lehman Brothers, gemacht hatte, der hat dann in die Röhre geschaut, obwohl der Markt genau das gemacht hat, was eigentlich die Erwartungshaltung war beim Kauf oder bei dem Kauf dieses Short-Scheines. Wie auch immer, also das ist hier ein Problem letztendlich, das wahrscheinlich viele Leute gar nicht interessiert oder nicht bewusst ist. Sie sind letztendlich, naja, eine Art, in einem Art Wettbüro
ohne diese Assets auch nur entfernteste zu besitzen, wie Bitcoin etc. etc. Wenn wir uns hier die Returns mal anschauen, year to date, also seit Jahresbeginn, Dogecoin über 8000%, da ist schon Bitcoin mit ganz unten mit 113%, also seit Jahresbeginn, da sieht man mal, wie viel da letztendlich an Euphorie reingeflossen ist, wie viele da auch nach wie vor natürlich auf der Long-Seite stehen dürften. Hier sehen wir mal den Bitcoin-Kurs jetzt über das Wochenende in einem etwas größeren Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Hier sehen wir diese dicke rote Kerze. Da sind wir in Richtung 50.000 abgestürzt, von über 60.000 kommend. Also mal eben $10.000 in wenigen Minuten, muss man sagen. Dann der Versuch der Erholung, der so ein bisschen choppy ist. Man weiß nicht genau, war es das jetzt oder kommt dann nochmal eine Welle. Und wenn wir uns Bitcoin und den S&P 500 mal im Chartvergleich anschauen, dann sehen wir, ja, da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, gewisse Parallelen. Bitcoin steigt, dann tendiert der S&P 500 dazu zu steigen und andersrum, wenn Bitcoin sich erholt, dann wäre das wieder wahrscheinlich gut für den S&P 500, weil es ein Sentiment ausdrückt, eine Spekulationsneigung. Und interessant ist, dass angesichts dieser Spekulationsneigung und der Gerüchte, dass die Amerikaner möglicherweise wegen Money Laundering, also wegen Geldwäsche, Betrug etc. hier Banken bestrafen, die mit Kryptowährungen in irgendeiner Form zu tun haben, hat jetzt der Vizechef der chinesischen Notenbank gesagt, ja, also Bitcoin schon eine interessante Anlagealternative. Aha, warum sagt er das? Zuvor hatte ja durchaus China sich da eher anders positioniert, die ganze Geschichte deutlich erschwert in vielerlei Hinsicht. Ist das so ein bisschen ein Einfallstor, wie Peter Thiel vermutet hat, für die Chinesen, um den Dollar zu zerschießen? Das wäre zumindest eine denkbare Variante. Wenn wir uns jetzt bei China bleiben und auf die Aktienmärkte kommen, mal die chinesischen Aktienmärkte anschauen, dann sehen wir, dass wir eine deutliche Underperformance haben, übergeordnet der chinesischen Aktienmärkte heute. Allerdings ging es etwas nach oben, aber wir sehen, der chinesische Aktienmarkt kommt da überhaupt nicht mit. Und das war ähnlich damals schon bei der Corona-Geschichte. Da ist man vorher schon nicht gut gelaufen und dann auch etwas weniger abgeschmiert. Und wir hatten 2018 schon mal ein Blutbad, wo der chinesische Aktienmarkt, in Anführungszeichen Blutbad, nach unten gegangen ist und eine Korrektur dann der anderen Aktienmärkte, der westlichen Aktienmärkte nach sich gezogen hat. Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Angebot und Nachfrage kommen, wir haben ja sehr viel Angebot an Liquidität durch die Notenbanken, aber jetzt werden immer mehr sogenannte Equity Issuance sind der Fall. Wir sind jetzt schon in 2021 auf einem Niveau, das mehr als das Dreifache ist des gesamten Jahres 2020. Es kommt also wahnsinnig viel auf den Markt. Die Leute können so viele Sachen so wunderbar kaufen. Das sind jetzt insgesamt, wie wir hier sehen, 8,5 Standardabweichungen, 8,5 Sigma Increase. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Wir hatten so etwas ähnlich oder zumindest in einigermaßen vergleichbarer Form im Jahr 2000, kurz bevor es da ein bisschen Bums gemacht hat. Heißt nicht, dass es diesmal Bums macht, aber es zeigt so ein bisschen, wie die Dinge hier aus dem Ruder laufen in gewisser Weise. Und da kann man durchaus auch eine Gefahr erkennen. Wir haben jetzt die drittgrößte Rallye ever gesehen. Nur Juli 33, März 36 war im Vergleich jetzt zu der Rallye zwischen März 2020 und 2021 noch schärfer, noch größer. Wenn wir uns das mal anschauen im Vergleich, im Abgleich mit dem, was an wirtschaftlichen Schäden der Fall ist in Relation zum BIP, dann sehen wir hier 2020, naja, war schon ein bisschen was, aber gar kein Vergleich zu Jahren wie 1933, 33 oder 35 oder 1932. Also wir sehen, die Rallye war so rekordverdächtig, drittgrößte Rallye ever. Auf der anderen Seite ist das, was ein Einbruch an Wirtschaftsleistung war im Jahr 2020, doch eher bescheiden. Also da hat man doch schon ziemlich auf die Kacke gehauen, auf Deutsch gesagt. Wir sehen aber in letzter Zeit diese Beruhigung der Märkte am Freitag mal etwas mehr Volumen wieder, aber es ist ein Trauerspiel.
Wir sind jetzt S&P 500 Volume as Percentage of Market Cap is the lowest since 2020, Januar 2020. Also die Volumina sind miserabel gewesen, geringste Umsätze seit Januar 2020. Das wird auf der Wall Street nicht passen. Die verdienen ja dann Geld, wenn ein bisschen was gedreht wird. Da sagt der Goldman Sachs, sind die Retail-Investoren, also die Privatkunden, ein zentraler Schlüssel, denn die sind jetzt nicht mehr so aktiv am Markt, die sitzen also nicht mehr nur noch zu Hause im Lockdown, sondern die gehen auch wieder raus, die arbeiten teilweise wieder im Büro offenkundig, Put-Call-Ratio ein bisschen gestiegen, aber insgesamt eben minimale Volumina und wir sehen große Abweichungen, zum Beispiel zwischen Dow Jones und S&P 500, hier die Anzahl der oder die Prozentanzahl der Trading-Tage, an denen es mindestens 1% Unterschied gibt zwischen Dow Jones und Nasdaq, haben wir praktisch 34%, also mehr als jeder dritten, mehr als jedem Drittel Handelstag sehen wir starke Abweichungen auch zwischen Russell 2000 und Nasdaq. Also wir sehen, diese immense Ausdifferenzierung war oft so eine Art linke Tasche, rechte Tasche, Rotation da raus, da rein, dann wieder da raus und da rein. Auch das war typisch. Wenn wir uns jetzt mal seit Jahresbeginn anschauen, was ist gut gelaufen, am besten gelaufen, Energy, 27,6%. Und hier der Umfang der Kreise ist die Marktkapitalisierung dieses gesamten Sektors. Wir sehen Energy nicht wirklich mit einer sehr großen Marktkapitalisierung. Financials, zweitbester Wert, 19,9%. Allerdings jetzt zuletzt eben auch nicht mehr so gut gelaufen. Aber Information Technology, mit Abstand der größte Sektor, mit den 9,9%, doch deutlich weiter hinten. Und was haben wir noch? Wir haben Infrastrukturprogramm Joe Biden. Und da zeichnet sich ab, dass das nicht durchgeht, so wie Biden es geplant hat. Möglicherweise Anhebung der Unternehmenssteuer von 21% auf 25%. Damit könnten auch die Demokraten und die Republikaner vielleicht mitgehen, aber die 28% wird nicht kommen. Die Republikaner sagen jetzt, okay, wir sehen ja, dass Infrastruktur, dass da was gemacht werden muss, aber da hängt zu viel anderes dran, was mit Infrastruktur im Biden-Plan nichts zu tun hat. Das wollen wir so nicht. Lasst uns doch mal nur die Infrastruktur rausgreifen, erstmal und damit anfangen. Das wäre natürlich vielleicht ein sinnvoller Schritt. Heute gibt es neue Verhandlungen hierzu und übergeordnet vielleicht mal, wir sehen Preissteigerungen vor allem im Plastikbereich, was ja so ziemlich in fast allen Produkten irgendwie drin ist. Da haben wir eine massive Steigerung. Wir sind jetzt über 50% über den Corona oder über 50% über dem Level, auf dem wir waren vor der Corona-Krise. Wir sehen also, da schießen die Preise massiv nach oben. Transitory, also für Inflation vorübergehend, wer glaubt das? Ich nicht. Und wenn wir uns mal anschauen, was da teilweise in den USA der Fall ist, die Leute haben ja ihre Stimulus-Checks, das heißt, die haben Kohle. Die müssen nicht unbedingt zwingend arbeiten, damit morgen was zu essen auf dem Tisch steht. Und jetzt gibt es zum Beispiel in den USA erste Unternehmen, die zahlen wie jetzt McDonald's in Florida, Leuten, die sich vorstellen zu einem Interview, Jobinterview, zahlen die schon mal $50, damit sie überhaupt zum Vorstellungsgespräch kommen. Das zeigte, was derzeit los ist. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt diese Unruhe am Kryptomarkt. Die Frage ist, wird sich die fortsetzen jetzt zu Beginn der Woche und wird das Auswirkungen auch auf die Aktienmärkte haben, denn da ist man ähnlich spekulativ und gehebelt unterwegs wie im Kryptomarkt. Jetzt haben wir die Situation, dass ja am Freitag kleiner Verfall war. Oft wird es dann ein bisschen unruhiger in der nächsten Woche. Let's see. Ich wünsche erstmal einen wunderbaren Start in den Tag und sage Servus und Ciao.